Herzlich willkommen im Kings Casino und herzlich willkommen zu Cash Kings. Es ist Sonntag, es ist kurz vor 18 Uhr. Wir sind schon drauf auf der 29. Episode mit dem zweiten Teil, das hohe Cash Game 10-25er Partie. Leute, macht euch auf was gefasst. Ein Mörderspiel erwartet euch hier in der ersten Stunde aus dem Kings Casino. Und wir haben das eben gesehen, der Platz 8, der ist noch frei und da wird er gleich kommen. Leon zu Kernig, der Boss vom Kings Casino, hat da mitgemischt. Hohe Partie, viel Action und natürlich mit Jonas Konwitter, den wir auf Platz 4 haben, also jetzt aktuell links im Bild, einen der bekanntesten professionellen Pokerspieler aus Deutschland, aber nicht minder unbekannt, uns mittlerweile im roten Hemd, Il Presidente, mittlerweile auch Dauergast hier bei Cash Kings, immer wieder gern gesehen, immer wieder mit spektakulären Aktionen am Tisch. Und im Laufe der Zeit stellen wir natürlich die anderen Spieler hier auch noch vor. Aber gehen wir in die Hand. 83. 10-25 No Limit Hold'em wird gespielt. Der kurze Schwenk hier rüber zu Bodo Spresny auf Position 1. Ja, der hatte hier schon einen Pot abgeschenkt. 14.000 Euro gingen da weg. Hat schon Federn gelassen, aber sitzt nach wie vor entspannt da. Für so einen Tisch sicherlich eine Menge Geld. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es hier natürlich auch massiv was zu holen. Heute werden wir eine Stunde lang übertragen und dann um 19 Uhr schalten wir rüber. Eben haben sich schon die Spieler bereit gemacht für Pot Limit Omaha, die Partie. Und da hatte ich dann auch die Gelegenheit, Dr. Michael Kainer kurz zu begrüßen. Der wird heute mitspielen, der ist heute dabei. Freut mich sehr, dass wir den hier wieder bei uns haben, bei Cash Kings. Hat er sich ja ein bisschen rar gemacht in den letzten Monaten. Nicht mehr ganz so häufig aufgetreten beim Turnieren. Aber erstmal zurück hier zu unserem Cash Game. Und wir sehen es schon. Volltreffer bei Bodo mit den Kings macht er sein Set. Genau, und jetzt auch noch den Poker. Ja, bitteschön. Und Hami. Ja, der wirkt da leicht angespannt. Okay, die anderen Spieler haben seine Hand nicht gesehen. Ein paar Zweien hat er gespielt. Und Bodo macht hier den Poker. Und Hami, ja, der schüttelt da den Kopf. Und wir sehen das, 7.000 Euro ist er im Brand. Bodo, wir sehen es, 700 Euro. Und hinten, Il Presidente 3.200, Seferko 1,5 rund, Manu 2,5. Leon, da ist er auf Position 8. 1.175 vorne und Theo im Moment der große Gewinner mit über 9.000 Euro. Das war eine spektakuläre Hand zwischen ihm und Bodo. Da hat er zugeschlagen, der Theo, da hat er die Nuts und bekam volle Auszahlung. Darauf Pot insgesamt 14.000 Euro groß gewesen. Vier Spieler dabei und der Präsident trifft das Ass. Das wäre was. Kleine Straße bei Manu. Und der spielt auch nochmal an. Doch, vor zwei Wochen war ich da. Du warst aber drin. Hast du recht. Hast
Hast du gesehen deine Flash oder nur Jacks? Und hier jetzt der Talk mit Leon und Theo. Du weißt, der Pokerspieler lügen alle. Ist ja ganz egal, was ich sage. Ist ja sowieso gelogen. Unverheiratete Männer. Oder auch nicht. Unverheiratete Männer. Ja, Straddle hier auf 50 von Leon. Warum meinst du, weil ich nicht für Value nochmal anspiele? Ich wollte es dir nicht antun. Zuerst mal leid getan. Bekommt zwei Caller und erhöht jetzt nochmal auf 250. Also Verkauf auf 300. Das kann nicht stimmen. 250. Treffer bei Leon mit der Dame und er spielt das gleiche auch wieder an. Er hat sich natürlich massiv verbessert hier sein Pokerspiel. Wir haben das wieder sehen dürfen bei der European Series of Port Limit Omaha hier im Kings. Also ein phänomenaler Auftritt von Leon. Hat das Turnier dann am Ende auch gewonnen. Und auch im Cash Game. Wird er immer stärker. Und das vielleicht in den vergangenen Jahren aufgebaute Image des Wals, der da am Tisch sitzt und einfach nur mit dem Geld um sich wirft, also das legt er immer mehr ab. Obwohl er hin und wieder auch nochmal den Drang hat zu gamblen. Aber warum nicht? Das macht ja auch die Spannung aus. Und auch hier erhöht er wieder, natürlich mit der guten Hand, das Zehnerpaar in der Lade. Jetzt kommt noch den Straßendrohr. Könnte ihn dazu veranlassen, dass er dabei bleibt. Aber er spielt letztlich nur noch. Wirklich auf die Teilung vom Pot, es sei denn, da kommt noch eine 10, mit der wir dann gut. Hat natürlich dann das Problem, dass eventuell mit einem Ass rechnen muss. Und jetzt kommt ja eine hohe Bet von ihm, meine Güte. Tja, Bodo ist gefordert. Hat den Straßendraw, hat den König getroffen, ist so das Top-Paar in der Hand. Nochmal kontrollieren, ja. Und er geht All-In. All-In-Call. Und da kommt noch der Pik-König. Ja, der Bodo schiebt All-In, Leon called. Mit dem Straßendrohnen und den paar Zehnern. Ein bisschen teuer die Fahrkarte. Egal, er hat es bezahlt. Und Bode hat gewonnen. 4.320 Euro muss der. 4.310 Euro muss der Leon dann noch nachzahlen. Und der Pott. Von über 8.600 wandert dann zu Bodo. Ja.
Ja, nur 10er. Du hättest einen Ort haben gehabt. Die Wien und die ersten Split. 5000 und den 9. Ja. Den 9. Ich habe gesagt, ich habe Blocker. Ja, und damit rutscht der Leon ins Minus, rund 2.900 jetzt hinten, und die Situation für Bodo natürlich äußerst entspannt, ist im Plus. Ja, und wir warten mal ein bisschen darauf, was Jonas Kronwetter da macht, wann der in Action tritt. Am Anfang der Sendung ja im ersten Teil sehr, sehr aktiv, und mit dem Auftritt von Leon ist es dann ruhig geworden, erstaunlicherweise. Hat sich dann deutlich zurückgenommen. Der Präsident hat in die Chips gegriffen und bekommt mit Bodo und Leon zwei Zahler. Und Leon hier den Second Flush Draw mit König 3 in Kreuz. Der Präsident den Gutshot und er spielt an. Aber schnell bezahlt von Leon. Kreuz 9, eine Katastrophenkarte. Und nicht. Der Präsident spielt wieder an. Hat jetzt auch noch eine weitere Option auf eine Straße mit der 6. Double Cut Shot. Bezahlt auf den Flush Draw. Und jetzt kommt die 6 an und der Präsident ist all in. Ja, meine Güte. Hat natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein, dass er dann hier mit der 6 reinschiebt, also die 9 irgendwo. Das wäre dann natürlich eine tödliche Karte für ihn gewesen. War allerdings nicht unterwegs, hat er auch gesehen. Aha, da wird der Flush Draw gespielt und ich kann in dieser Situation alles reinstellen. Und vielleicht hat er auch noch einigermaßen gut getroffen, zwei Paar oder so, dass er mich hinten raus bezahlt. Aber das tut Leon nicht. Ich hätte so gespielt, ich habe für mich beschlossen gehabt, dass ich dann so gesehen war, scheißegal, ob die Dame oder nicht. Sag die Wahrheit. Das ist eine Lüge. Du hast ja einen Teil der Wahrheit. Kein relatives Ring, keine Brille und auch nichts. Ja, du sagst es nicht, oder? Wenn man bis nach Rom geht, muss man den Fall. Du hast das gar nicht gesehen, dass du das nicht hast. Das ist egal. Voll. Ja, Spaß gemacht. Ups, scheiße. Na gut, aber scheiße, was ich nicht. Alles andere Hami. Jetzt in der Hand mit Theo und auch da hat er keinen Erfolg. Also für den Hami läuft es denkbar schlecht. Hier bei dieser 10-25 Partie. Über 7000 hinten. Trifft nicht. 400? Yes! Und zahlt letztlich immer nur ein. Aber auch das passiert. Yes, Ladies! Das ist eine. Oh, jetzt geht's ab hier, die Post. Also, Straddle von Jonas, Restraddle der Präsident, nochmal drüber Severko, Manu auf 400, Leon Straddle auf 800. Und jetzt die Frage, wer zahlt das Ganze mit?
Nein, der Präsident nicht. Seferko, Ass, Bube. Ja, das könnte man vielleicht versuchen, wird er sich denken, dass ich da jetzt tatsächlich rübergehe. Weiß natürlich nicht, dass Manu da am Strand mit den Damen sitzt. Aber das könnte sein, dass er da schiebt. Haben wir es richtig gehört? Er geht all in. Ass, Bube, all in. €6.165. Und der Manu, der schiebt natürlich auch rein mit den Queens. Aber sie easy fold hier, 6-5 suited, aber okay, Leon, klar sagt er, okay, da mache ich mit. 6-5 suited, warum nicht, ist eine Hand. Mit Optionen zu Straßen oder Flush und, oh, 4-7 auf dem Board, also Straßendraw bei Leon. Karo 4 ändert das Magnet, allerdings weitere Outs für Leon. Und da pairt sie das Board. Erneut, also 2 Pair. 7-7. 4-4-9. Und die Damen gewinnen. Ja, wahnsinnig viele Outs. Also das für Leon mit der Turnkarte. Also jede 3 gewinnt. Er gewinnt mit jeder 8. Jedes Karo gewinnt. Und er hat natürlich dann mit Karo 3 bzw. Karo 8 ja noch die Straight Flush Möglichkeit, also nicht zusätzlich, sondern insgesamt zu seinen Outs, was natürlich ein wunderbarer Abschluss geworden wäre, wenn da tatsächlich der Straight Flush dann ankommt. Ist aber nicht. Die Damen haben gehalten. Der Seferko hat mehr Geld gehabt als Manu. Das heißt, er müsste es noch den Sidepot geben, den er dann mit Ass hoch gewinnt. Also insofern war es teuer, aber ein bisschen bleibt ihm dann noch übrig. So. Also erstmal ein riesiger Stapel Chips, der zu Manu wandert. Und wie viel kriegt jetzt der Seferko noch? War bitter für Seferko, aber da kommt natürlich der Manu jetzt nicht weg, also er kann das ja niemals holen. Und wir sehen das, macht einen gewaltigen Satz, 7.400 im Plus. Und ja, das Straddeln geht weiter. Seferko, Manu, Leon, Restartl auf 400. Und Jonas mit Ass 7 suited dabei. Zahl nach. Und auch der Präsident mit 8-7. Checken. Flush Draw bei Leon und die 3 getroffen und er spielt da 500 an.
Jonas zahlt und auch der Präsident bleibt dabei. Hm. Naja. Und da kommt noch eine 8 in Herz. Schlechte Nachrichten für den Präsidenten. Alle checken und Leon checkt auch hier und er gewinnt mit dem Flush. Dankeschön. Da waren das Geld zurück. Driver, genug, ne? Ja, Driver. Glaube ich nicht. Ja, jetzt wieder gestrattelt. Muss mal gucken. Ja, nee. Das ach doch, das ist Seferko sozusagen in der Bringschuld. Da wurde von Manu und Leon schon mal das Drittel reingestellt. Und natürlich, der Seferko macht damit das Drittel auf 200. Seferko wieder mit einer guten Hand. Als Dame. Und Leon trifft die 3. Oh, jetzt kriegt er auch noch den Flush-Draw dazu. Checken. Der Leon auf Nummer sicher und gewinnt mit der 3. Ja, von dieser Partie gibt es ja noch einen dritten Teil, den zeigen wir dann am nächsten Wochenende. Und keine Sorge, da geht es dann auch ums große Geld. Und hier seht ihr ja die Straddeln. Geht munter weiter. Leon auf 100. A6 bei Seferko. Zahlen nach und auf Manu wird das mit 8-6 nachzahlen. Und jetzt hat Leon ja noch die Option, eventuell zu erhöhen. Und er hat natürlich mit König Dame eine gute Karte, mit der man das auch durchaus machen kann mit dieser suited Hand. Er geht rein. Snap bezahlt. Seferko. Ass-6 All-In gestellt. Snap-Call von Leon. Trifft hier den Straßendraw. Also 10, Dame oder König hilft ihm. Und es kommt die 10. 19, Bube, Dame, König. Leon gewinnt die Hand. Seferko, ja, sehr optimistisch. Also mit Ass 6 da gleich alles reinzustellen. Naja, auf jeden Fall Leon nach wie vor hinten. Aber jetzt schon ein bisschen abgemildert, noch 5.400 miese. Seferkos Platz leer. Manni, kannst du durchspielen? Ich werde hungern. Ich glaube, es gibt eine kleine Liste. Ja, und eine kleine Liste ist gut. Also die war schon ganz schön lang. Spieler, die an diesen Tisch mit ran wollten. Der ist in Spiellaune, der zahlt das mit. Modo 6-5. 300 zu Coin, schmeißt er weg. Heads up zwischen Jonas Kronwetter, dem Profi, und Leon.
gibt die Anklage auf nach der Bet von Jonas. Check Fold. Gespielt. Da muss er mal kurz vom Tisch weg. Leon natürlich mal viel beschäftigt. Natürlich, riesiges Unternehmen hier, das Kings Casino das größte. Mit das größte Casino in Europa, aber vor allen Dingen im Pokerbereich mit Abstand. Das gewaltigste, was es in Europa gibt. Und da ist natürlich viel zu tun. Mal weit über 300 Mitarbeiter hier im Kings. In den verschiedensten Positionen, also vom Service über das Floorpersonal hin zu dem Casino-Personal, Küche etc. etc. Presseabteilung, Medienabteilung, alles gehört dazu. Und da hat Leon als Boss des Unternehmens natürlich alle Hände voll zu tun. Bodo. Kommt der wieder, oder? Na, das... Hast Jack nicht gespielt? Im Hintergrund mal eben der Lukas, der da, unser wunderbarer Kollege im Medienbereich, im Medienteam, der hier diesen Stream wieder eingerichtet hat und ihn auch am Laufen hält. Guckt immer wieder mal vorbei, ob die Technik auch wirklich funktioniert, ob wir kleine Probleme haben und justiert das Ganze danach. Straddle, 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 Bodo gefordert. Mit Ass-Bube am Button. Und der nimmt diese Herausforderung an. Raised auf 1200. Easy Call bei Leon mit Dame-Bube. Und das kann natürlich ins Auge gehen. Sollte jetzt ein Bube auftauchen, dann wird es unangenehm. Und mit Bruder hat der Leon natürlich auch einen Gegner, der ja schon ganz, ganz lange im Pokerbereich dabei ist. Würde ich schon fast sagen, eins der Urgesteine im Pokerspiel. So einer der großen Erfolge war ja schon 2009 bei ihm beim Party Poker World Open in London. Hat damals den vierten Platz gemacht und dann über die Jahre hinweg immer wieder sehr gute Platzierungen erreicht, unter anderem BPT Prag, 3300 Euro Event, damals Main Event 2012. Den dritten Platz, einen riesigen Cash mit 143.000 Euro. Gutshot für beide. Bodo mit der Queen und Leon aufs Ass bzw. 9. So, Straight Draw. Und Leon gibt die Hand. Ja, noch ein Wort zu Bodo. Wie gesagt, immer wieder gute Platzierung bei Turnieren erreicht. Meistens allerdings als Cash-Game-Spieler in Erscheinung getreten und im Tournament-Segment leider nie den wirklich absoluten Kracher bekommen. Also einen riesigen Turniersieg, der ihn nach vorne katapultiert. Russian Poker Tour war auch dabei, hat er auch gespielt in Kiew.
in Wien bei der EPT auch ins Geld gekommen. World Championship hat er gespielt über das World Series of Poker in Las Vegas. In 2014, also jetzt im Juli. Da ist er unter die besten 600 Spieler gekommen. 571. $20,000 hat das gebracht. Aber wie gesagt, zum großen Wurf, zum Platz 1. Tja, da hat's. Nur ein einziges Mal gereicht. Beim großen Event, und das war damals in London beim Party Poker World Open Event. Da hat er mal gehittet. Lange ist her. Theo, Ass 9 in der Hand, also Top-Paar, Top-Kicker. Und der Präsident. 9 Dame. Das ist knifflig. Und jetzt gerade, wo die Erhöhung kommt vom Theo, da haben wir ja gesehen, der relativ wenig Hände gespielt, und wenn er sie gespielt hat, dann hat er auch was gehabt. Und das macht der Präsident mal wieder sehr souverän, gibt die Hand hier auf an dieser Stelle und lässt sich da nicht reinleveln. Ja, der Tobias Wellig, der schreibt das hier auch im Chat bei uns. Bei Cash Kings hier bei dieser Runde. Beste Unterhaltung am Sonntagabend. Ja, das kann man ja nur bejahen. Also das ist, hier geht wirklich was ab. Und da haben wir letztlich alles. Wir haben also gutes Pokerspiel. Wir haben das Gambeln, also was einfach mal dazugehört, um da mehr Spannung, mehr Action reinzubringen, und da haben wir auch wirklich natürlich die Besetzung und natürlich auch den Vorteil, dass die Spieler auch entsprechende Gelder am Tisch haben, mit dem eine solche Action auch möglich ist. Leon bettet. König kommt. Wieder Check, und Leon wird nochmal betten. Manu da auf Nummer sicher und gibt die Hand auf. Er weiß natürlich auch, dass Leon wirklich mit jeder Hand, also der könnte auch mit einem Zweiertreffer so spielen. Also er bleibt dabei. Und eine Karo-Karte, das wäre natürlich ganz, ganz mies, und da kommt sie. Straße bei Manu, also von der 9 hoch bis zum König, und Leon mit dem Flush, und der, ja, der macht jetzt immer eine Value Bet. Ja, der Manu wird sich fragen, ja, was hat denn der jetzt eigentlich? Hat er jetzt wirklich einen Flush? Hat immer angespielt. Und ich glaube, er wird ihm den Flush nicht geben. Wird denken, er ist mit der kleinen Straight da gut. Und diese 600er Bet. Ja. Er gibt doch auf. Er gibt doch die Hand auf, spart sich diese 600 und
Leon wieder mit dem nächsten Pot. Tja, und der ist natürlich bestens gelaunt. Läuft der letztlich auch ganz gut, soweit okay. Er hat da einmal groß mitgegambelt. Einen riesigen Pot hätte auch da durchaus gewinnen können. Hatte mega viele aus. Straßendraw haben wir gesehen. Flush-Draw hat er gehabt. Kam nicht. Egal. Weiter geht's. Und hier spielt er auch gut. Holt sich sein Geld stückchenweise zurück. Spricht für seine immer besser werdende Spielqualität. Und hier haben wir es gesehen. Die Value-Bet ausgepackt. Aber in dem Falle ist der Manu ihm da nicht auf den Leim gegangen. Was und das Drittel. Der Reiter aus der Kreta in Walk. Also, Straddle wieder bei Leon. Und auch eine gute Hand. Mit König 10. Also während hier die Diskussion läuft, ob man bei einer Bet jetzt die Chips über diese Linie, die wir hier sehen, die vor den Spielern ist, schieben muss, oder ob es schon ausreicht, die Bewegung dahin zu machen, das haben wir mal hingestellt. Normalerweise reicht das ja aus, also wenn du es dann annoncierst, natürlich, was du vorhast, oder tatsächlich die Chips da reinbringst. Und Leon hat hier mitgecallt, ja, das Goran. Pech. Bezahlt. Jetzt muss eine Dame her. Sonst ist da Ende im Gelände. König 10 hat mitbezahlt. Das Race. Die Damen. Tja. Halten nicht. Und Leon macht einen weiteren Pot. Ja, und Goran gleich mal zur Begrüßung 2000 hinten, greift sofort in die Tasche, munitioniert nach. Leon, 20 Euro im Plus. Also hat sich von dieser spektakulären Hand, die da mit Manu gespielt wurde, und Seferko erholt. Und ist im Plus. Und der Dealer sagt dann, das ist Gold. Das ist die Bett. Über der Linie, genau in der Mitte. Oder über der Linie. Das war dann halt auf der Linie. Und dann hat er gesagt, das ist der Bett. Und das finde ich halt ein bisschen. Ja, das ist, das geht nicht. Ami. Das 10 suited, sehr gute Starthand, erhöht auch gleich. Goran damit 10 am Button. Ja, ja. Ja, nach dem Schock, da geht er lieber weg. Udo steigt da auch aus. Und ja, Hami gewinnt endlich mal eine Hand. Aber das wird ihn sicherlich auch irgendwie anfressen. Jetzt, wo er wirklich mal eine gute Starthand hat. Dass er da tatsächlich das Minimum nur bekommt. Also da muss jetzt langsam mal eine kleine Kehrtwende her. Der braucht jetzt einfach mal ein bisschen Luck.
Kannst du Riddle? Ja, 50 schon, aber 100 bei dem Lauf. Ich habe scheiße Lauf. Ich keine Karten. Ja, er sagt's auch. Schlechter Lauf, keine Karten. Wenn ich ein paar schöne Hände gewinne, dann ist es drin. 50 ist okay. Einmal schöne Karte und alle schmeißen weg. Ja, schöne Karte, der Rogora mit den Assen. Leon trifft die 6. Hier spielt Goran. Die 100, ja, das zahlt Leon nach. Hat den 6er Treffer. Dolin. 1450 stellt er rein. Naja, das. Nur mit der 6. Leon. Nee, nö, das zahlt er nicht. So sagt er es lieber nicht, Goran. Geschenkt, aber das verlockt natürlich, wenn einer darum bettelt, zahl mich nicht. Aber keiner hat geredet, war. Das hätte doch nochmal dazu überprüfen und dazu sagen, okay, die 1400, die stellt er auch noch rein. Um mal zu gucken, was der da wirklich hat. Noch eine 6er vielleicht. Aber das hat er natürlich gut gesehen. Jürgen Habel im Chat. Ja, hallo Jürgen, ich grüße dich. Klar. Immer live hier raus. Für mich auch das erste Mal, dass ich diese Zusammenfassung sehe. Diese Aufzeichnung. Das ist der zweite Teil der 29. Episode. Den dritten Teil gibt es noch, habe ich schon gesagt. Den bringen wir nächstes Wochenende. Und um 19 Uhr etwa, da geht es ja rüber zum Potlimit Omaha. 5-5 wird dann gespielt und am Tisch Dr. Michael Keiner, Bracelet-Gewinner. Und einer der nach wie vor bekanntesten Pokerspieler in Deutschland. Jonas. Queens. Das haben wir schon mal gesehen, dass die da gecrashed wurden. Goran all in. Asskönig. Hami 8-7. Ja, das geht auch in Mack und Jonas zahlt natürlich. Und wir haben den klassischen Coinflip. Ass kommt. Goran gewinnt. Holt sich einen großen Pot. Und ja, Jonas. Läuft irgendwie nicht. Ups, wer denn noch? Jürgen Habel schreibt im Chat. Ups, wer denn noch? Was meinst du, ups, wer denn noch? Was meinst du damit? Dass wir noch einen zweiten haben? Zweiten Kommentator? Ja, den haben wir nachher noch. Da kommt der Christoph Rode zur Oma-Session. Ist ja mittlerweile schon eine feste Einrichtung hier bei uns. Wenn Oma da ist, dann haben wir den Jürgen hier dabei. Ja,
also unter anderem wird spielen Espen, der Norweger, auch bekannt als Urquell, also den wir auch gestern schon hatten beim Main Event, beim Omaha Main Event des Italian Festivals. Da saß er am Finaltisch, hat einen Drittplatz gemacht und wird heute hier bei Cash Kings bei der Oma Session dabei sein. Frage von Jürgen, ob wir irgendeine Liste der Starter haben. Nein, die bekommen wir auch erst zum Start des Streams. Hat den Hintergrund, dass wir eine große Warteliste haben und diese Plätze dann, die eventuell durch Absagen oder eben halt Verspätungen nicht besetzt sind, die werden dann nachbesetzt und dann kriegen wir also erst zum Start der Aufzeichnung die Information, wer sitzt jetzt da zum Start. Aber wer auf jeden Fall da ist, das kann ich verbindlich sagen, das ist Dr. Keiner, der ist da pünktlich, wie man es von ihm kennt. Espen ist da, den haben wir dabei. Eddie Bravo werden wir heute sehen. Ein ganz starker Spieler. Da haben wir natürlich noch ein paar Leute da unterwegs. Nuran, bekannt aus Cash Kings natürlich. Freue mich sehr drauf, den wieder in Aktion zu erleben. Fünfter Hand. Ja, keiner traut sich hier groß zu straddeln. Das ist ja. Nur der Präsident. Was ist denn da los? Da geht ja so ein bisschen die Action verloren. Natürlich Leon. Reyes 10-8 gegen Jonas 10-7. Der trifft auch die 7. Und Leon oben unten. Straßenbrauch. Beide checken und Leon wieder mit der besseren Hand. Tobias Weddick schreibt im Chat, ich habe gelesen, dass hier German High Roller die nächste Woche aufgezeichnet wird. Also hier heißt im Kings, ja. Da haben wir auch schon ein paar Infos hinterlegt bei uns auf pokerroomkings.com. Im Tournament-Kalender findet ihr das. Wir haben in der kommenden Woche ja erstmal das Poker-Tour Rosswater Festival hier bei uns im Kings. Dann am Sonntag natürlich wieder Poker Live hier aus dem Kings Casino, ist doch klar. Liefern wir euch auch wieder. Und vom 23. Oktober an, da haben wir das Kings Magnum Weekend hier bei uns mit dem Minivan 60.000 garantiert. Ein wunderbares Turnier. 150 Euro bei Ihnen ein. Addon ist da möglich mit 100 und im Rahmen des Kings Magnum Weekend, da werden die German High Roller aufgezeichnet und da heißt es auch Meet the Stars hier im Kings. Da haben wir alle Größen hier, die man von den German High Rollern kennt. Ah, da kommt Thomas wieder und wir wissen, wer kommt. Lass dich überraschen. Wenn du vorbeikommst, dann weißt du es. Wird aber eine Granatenbesetzung. Das ist schon mal sicher. Ja.
wieder die Übersicht. Theo 10k vorne, 10.600. Und der Hauptteil, den hat er sich bei Bodo abgeholt. Leon trifft die 6. Card Short bei Manu. Kommt wie Butter. Straße für Manuel und Leon. Ja, wird er da weiter bezahlen? Nein, tut er nicht. Sehr gut. Foldet. Und jetzt erwarten wir doch ein Straddle von Leon. Wie sieht's aus? Straddle oder nicht Straddle? Natürlich Straddle. Und die beiden Overcards. Kommt die Straße für Bodo. No problem. 200 zahlt der Leon. Hat jetzt die Straße. Allerdings die höhere Straight, die ist beim Bodo und Leon trotzdem gut ercheckt. Lässt den Bodo spielen. Ich hoffe jetzt nicht, dass auf die Idee kommt, darüber zu gehen. Geht doch. Aber der Bodo hat die Nutzhand. Ja, noch nachgucken, ob ich die wirklich habe. Ja, er hat sie. Oh Mensch. Und oh, das war teuer jetzt. Bodo nochmal rübergegangen, 4-6 und Leon hat's nachgezahlt. Diese Dame, das war ein teures Vergnügen. Okay, weiter geht's. Bodo mit dem Saddle, Goran, 10er Paar. Erhöht. Gecallt. Straße gefloppt. Und
Hier im Chat bei uns bei Cash Kings, da haben wir den Thorsten Schmidt AK Battle Extreme, der uns Grüße sendet ins Kings, und natürlich grüßen wir auch Battle zurück. Nochmal zur Erinnerung, etwa gegen 19 Uhr schalten wir rüber live zur Pot Limit Omar Session. 5-5 wird gespielt. Und da haben wir dann am Tisch Dr. Michael Keiner. Und diese Session übertragen wir dann bis 22 Uhr für euch. Und bevor es denn soweit ist, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder zurück mit Cash Kings live aus dem Kings.
1,500. Tabletop, you can do any tabletop if you want. Girls, rock and roll. So for you guys, Chicago is 31.